So, aha. Wir haben dich schon erwartet, Mario. Ah, Mist, dann kommt es doch jetzt. Was macht ein Gumbart da? Was? Gumbart, alter Knabe, wie kommst du denn hierher? Nett, dass du uns das Tor geöffnet hast, Mario. Dank deiner Gutmütigkeit funktioniert mein Plan ausgezeichnet. Das Tor geöffnet, wie denn das? Nee, ihr merkt wohl immer noch nichts. Dieser Gumbart, den ihr vorhin vom Ionentor getroffen habt, das war doch nur dieses Bettlaken hier in einer genialen Verkleidung. Rumpel! Nee, der echte hält gerade ein Schläfchen in der Kammer. Was zur Hölle? Jetzt müssen wir dich nur noch aus dem Weg räumen, dann läuft alles nach Plan. Wir machen dich fertig und diese Verräterin Barbara gleich mit. Seid ihr bereit? Ja. Auf sie! Du sei still! Oh, Entschuldigung. Du willst uns fertig machen? Das sehen wir, werden wir ja noch sehen. Also los, Roberta, Lakenmann. Ja, Rumpel heiß ich. Mensch, ich bin der Rumpel. Ja, ich glaube nicht, dass die allzu viel Neues können. Seid ihr bereit? Diesmal zeigen wir es Mario richtig. Und diesmal werden wir die Nummern nicht in den Sand setzen. Ja, ja. Wir. Ja. Schon klar. Flucht im Kampf nicht möglich. Okay, sauber. Was machen wir jetzt hier? Wir müssen kämpfen. 40, 40, 30. Euer Ernst jetzt mal? Ist ja jetzt nicht so viel. Okay, mehr geht nicht. Bombe, sondern der Rumpel gleich schon mal weg. Die anderen können auch alle irgendwie nichts. Was soll denn das, du blödes Betttuch? Gib dir gefälligst Mühe. Der Arme, der konnte noch nicht mehr was machen. Entschuldige. Ach, und dann wirst du auch noch von mir gekontert. Wie überaus traurig. Nein! Oh, dich habe ich auch gekontert. Ach nö. Warum friert die mich denn ein? Will er mich jetzt wieder scannen, oder was? Ach du Kacke, der wird zu Bartomb. Nein, Bartomb nicht! Nicht! Du bist nicht allein! Du machst so viel Schaden! Alter! Ey! Er wollte mich verarschen jetzt, Alter, oder was? Zahl der Aktionen gesunken. Toll, bringt mir nichts. Ach du Scheiße, der konnte jetzt gar nichts machen. Okay, ich hab Obakas Kick noch, 25 Leben. Ja, ich brauche den unbedingt, sonst bin ich am Arsch. Ja, wie traurig. Ich meine, ich hätte auch einen Ultrapilz einsetzen können, aber ich glaube, der bringt mir später mehr. Jetzt wirst du Mario oder was? Egal, das Gute ist, erst wenn meine Aktion sinken, kann ich jetzt wieder kontern. Autsch, wenn ich es denn schaffe. Ah, Mann, das habe ich auch versemmelt. Crap, ey, jetzt mach nicht wieder diesen Scheiß. Zahl der Aktionen gestiegen, jetzt mir Wayne. Power Doubts. Das werde ich dir mal ganz schnell austreiben, Madame. Okay, das war jetzt nicht so gut. Aber wir haben ja hier noch die Powerbombe. Mit dem können wir, glaube ich, alle. Ja, Mann, auf jeden Fall Brunhilde ausschalten. Weil die ist immer die Erste, die stirbt, weil die scheiße ist. Ja, macht ihn fertig. Ich hasse Brunhilda so sehr, ne, weil die einfach nur dumm ist. So, das Betttuch ist auch weg. Oh nein, Mario, nicht Game Over gehen, nein. Oh nein. Ja, du bist auch down. Alter, was bist du für ein... Gut, dann wollen wir gegen dich auch nochmal kämpfen. Und Bartom kommt jetzt nicht an dich ran, oder was ist da los? Doch, kommt er wirklich. Das ist gut. Ich dachte gerade, weil die da alle noch so rumliegen, dass sie dann jetzt im Weg liegen würden. Nein. Du bist down. Oh, wir sind Level Up. Alter, was die für Erfahrungspunkte gegeben und geben die immer so viel? Also wenn ja, dann steigen wir noch ein Level Up. Also nicht, dass die nochmal wiederkommen würden, aber... Weil es waren ja schon eigentlich ordentliche Erfahrungspunkte, die wir jetzt gerade bekommen haben. So, sind unsere OP-Punkte. Haben wir jetzt eigentlich 6 übrig? Weiß ich gar nicht.
Das sollte es also gewesen sein. Wo? Down. Mir doch, Wayne. Kurz gucken. Wir haben 6 Ordenpunkte übrig. Der Partner könnte ein bisschen stärker sein. Vergiftung oder Schwindelanfällen. Brauchen wir das? Glaub nicht. Tun wir nichts. KP-Segen brauchen wir nicht. Nein, Herzilein. Nee, brauchen wir auch nicht. Wir können später noch einen Verteidiger reintun. Sicher, sicher. Aber fürs Erste wird das nicht necessary sein, also... Ach, wir sind ja wieder Level abgestiegen. Ich darf das nicht durchgehend vergessen. Ach, doof, dass ich euch jetzt gespoilert habe. Ach halt, sagen die noch irgendwas? Nö. Lass sie einfach liegen, Mario. Sauber. Machen wir. Die werden schon zurechtkommen. So, jetzt geht erst der richtige Spaß los. Ich hasse diesen Tempel hier so sehr. Nein, bitte lass mich die Arschbombe durchgekriegt haben. Ach du Scheiße, 3 Stück. Mist, habe ich nicht geschafft. Kein Problem, kein Problem. Stampfattacke auf dich. So, du bist weg. Bartom kriegt den ersten Down. Dann haben wir nur noch einen, der sich dann vertausendfacht und dann haben wir wieder ein Problem. So. Nö. Scheiße. Viel zu viele. Gibt es irgendeine Taktik, das zu erkennen? Also, was das hier, wer der Richtige ist. Ich springe mal einfach so auf irgendwen. Der war es in dem Fall nicht. Du kannst nur den Vorderen angreifen, also mach du mal einfach. Ah, und er ist es sogar. No. Vermultipliziere dich nicht durchgehend. Ich versuche immer irgendwie was am Schatten oder an dem Bewegungsmuster zu erkennen. Ah, für mich sieht das alles gleich aus. Ha. Da müsste ich mir irgendwie offscreen mal richtig Zeit für nehmen, diese Bewegungsmuster von denen auswendig zu lernen oder so. Ha. Naja, Wayne. Wenn das wieder der erste ist, dann kriege ich aber gleich einen Anfall. Oh, die simple Scheiße hier. Und ich vergesse es immer. Ich verkack's auch immer. Scheißegal jetzt. So, 12 Punkte erstmal für uns wieder. Das ist ziemlich gut. So, da möchte ich gerne mal dran. Oh, ein Donnerzorn, sauber, den will ich haben. Sehr, sehr schön. So, da habe ich mit Sicherheit die Stampfattacke jetzt geschafft. Ach du Kacke, der hat auch einen Donnerzorn. Aber das ist kein Problem, da wir den ersten Angriff hatten. Ach, der hat den Lebenspilz, ne? Ach, snap. Na toll. Gut, soll mir egal sein. Sprung, Stampfattacke auf den hinteren. Weil den möchte ich gerne loswerden, und zwar ganz, ganz ehrlich. Weil Donnerzorn ist eindeutig mehr Schaden als das, was er mir mit seinem Verdoppeln macht, nämlich gar keinen Schaden. Aber es nervt halt trotzdem, dass der jetzt einen Lebenspilz hatte, sonst hätten wir die ganze Sache viel einfacher regeln können. Warum kriege ich immer irgendwas auf den Kopf? Warum bist du jetzt nur zu viert? So, jetzt auf den ersten. Ist falsch, war klar. Bombe auf den zweiten, ist wahrscheinlich auch falsch. Yep. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. Haha, Nebel. Aha. Okay, gut, das ging wenigstens mal daneben. Die schießen mit so einem Laserstrahl. Ich weiß nicht, ob man das eben jetzt gut gesehen hat oder so. Yep. Das war's. 8 Sternpunkte. Das heißt, wir brauchen noch 50. Die kriegen wir auf jeden Fall noch. Hier kommt nämlich noch einiges. Aha, hier brauchen wir Erona mal wieder. Nein. Ich weiß, ich hätte Razor lieber draußen als Erona. Aber dennoch, wir müssen sie mal was machen lassen hier. Ich glaube, wir brauchen nämlich jetzt Razor. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ist mir eigentlich auch Wayne. Ja, wir brauchen Razor, aber nicht so wie ich jetzt gerade. Da ist er ja. So, haben wir es geschafft hier rein. Ach du Scheiße, so ein Ding. Ja, zieh dich wieder rein. Ich hab voll vergessen. Kupio, komm mal mit.
Wir machen das mal ein bisschen anders. Zwar regeln wir das so. So, hier rüber. Da oben ist ein Magimech, auf den muss ich gleich aufpassen. Muss ich doch nicht, weil ich da nämlich noch nicht hinkomme. Das Tarncape interessiert mich gerade mal richtig gar nicht. Also 0. Minus 10. Hier komme ich nicht lang. Ich sollte den grünen unbedingt irgendwie da runter bekommen. Auch kein Problem. Weil das können wir hier machen. Gut. Machen wir den grünen mal runter. Ich weiß nicht, ob dann irgendwas kommt. Ein Secret oder so, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich springe dann einfach mal mit Razor bewaffnet. Eigentlich darüber, aber in dem Fall nicht. Was ist denn hier? Da ist noch ein lilaner und ein roter. Aha, interessant. Ach, hier kann ich drunter herrollen. Ja, ja. Also ich sage ja, dieser Tempel ist echt verwirrend. Ich komme hier überhaupt nicht klar. Es ist hier gar nichts. Hier kann man also nur hinterher runterfallen und muss sich dann hier wegkugeln, okay? Gut, zur Kenntnis genommen. Also erstmal wieder zurück. Reaktionsvermögen? Check. Autsch. Och Mann. Komm hier, kriegst einen Schaden. Kannst du behalten. Yoshi, möchtest du bitte mal anfangen, die Dinger hier wegzusaugen? Ach ja, du machst ja jetzt 8 Damage. Stimmt. Wegen dem P plus Verteidigung minus. Bla, jetzt haben wir erstmal haufenweise Angriff. Das ist gut. Endlich werden unsere Partner richtig stark. Und dann können wir mal ein bisschen hier ausrasten. So. Das ist zwar nur eine minimale Entschädigung für das, was ich hier gerade durchgemacht habe, aber wahein. So. Ach du Scheiße. Schaffe ich das wohl schnell genug? Ja, tatsächlich. Razor, schnell. So. Hier sind wir auch rübergekommen. Was ist denn hier jetzt? Geht's hier jetzt weiter? Oder was? Habe ich es jetzt schon geschafft? Bin ich ein Genius? Okay, das war doch nicht so Genius. Ich wohl hier hin. Oh, da unten sind Stacheln. Yoshi ist nach oben geflogen wieder. Na denn? Muss ich wahrscheinlich auf diesen Linien hier draufstellen. Die sind wohl so eine Art Darstellung dafür, wo man hin muss. Aha. Gut, was passiert, wenn ich da weitergehe? Auch ich weiß es nicht. Hier könnten so viele Secrets sein, die ich nicht kenne. Okay, wo bin ich nun? Hier gibt es hier nicht irgendwelche Wolken. Lieber in Bewegung bleiben. Doch keine Wolken. Was bist du hier? Hier so eine Platte. Wie lange hältst du? Auch nicht so lange. Aber mit Kupio kann ich die diesmal nicht aktivieren. Hey du, komm mal her. Hey, hallo. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob Yoshi die fressen konnte. Egal, bessere Idee. Multisprung. Auf dich und auf dich. Du tauschst dich mal eben auf Kupio aus und dann kriegst du den Powerpanzer auch noch hier. Kannst du haben. Oh, das sind viele Erfahrungspunkte. Sauber. Ha, Kupio greift dich zuerst an, mein Freund. Bam. Jetzt weiß ich gar nicht genau. Also auf jeden Fall kriege ich den vorderen da nachher mit Kupio weg. Ach, jetzt sind die Partner sogar stärker als Mario selbst. Sehr gut. Und du willst wieder was machen? War klar. War so klar. Gut, dann gehen wir auf den letzten. Nein, der war's nicht. Dann gehen wir auf den ersten. Der ist es auch nicht. Wer ist es?
Da seht ihr meine Chancen. Also daran merkt man wirklich, was ich für ein Glück mit irgendwelchen Sachen habe, wenn ich was auswähle. 4 Sachen davon da, 3 sind scheiße, ich krieg erst die, die kacke sind und dann das, was gut ist. Deswegen spiele ich nie mit bei Glücksspielen, ich verkack sowas eigentlich ausschließlich. Ach ja, was haben wir hier so Schönes? Feines, Nices. Oh, noch ein Sternwind, sauber. Ja, tschüss, Donnerzorn. Sternwind macht einen Schaden mehr. Ja, ja. Okay, ich kann mir, glaube ich, vorstellen, was ich hier machen muss. Jetzt geht er mal hoch hier, Mario-Mensch. So, wo haben wir denn den Guten? Da ist er ja. Der Bartomb, hier. Halt mal. Nope. Da hinten waren Sternchen, die sollte ich mir, glaube ich, merken. Ich glaube, die braucht man für irgendwas. Ach du Kacke. Nee, schon wieder. 4. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Halt mal, das ist gut. Hier hast du nochmal 4 Schaden. Bartom regelt jetzt diese Flamme da. Ich weiß nicht, wie viel Damage du machst. Ich glaube 8. 9. Boah, krass, du bist so heftig, OP, Mann. Was gibt's jetzt? Defensive. Oh, wow, ich habe eh einen Tarncape. Wette, der trifft mich jetzt gar nicht. Nö, ging daneben, haha. So, dann kriegst du jetzt auch noch einen mit dem Hammer. 10 Schaden. Nice. Nice, nice, nice. 5 Punkte sind 19 left zum Level Up. Wuhu, das schaffen wir locker noch. So, 1, 3, 4, 6. Okay, kann ich mir merken. Ich weiß aber nicht mehr genau, wofür man das braucht. Nee, halt, ich warte erst hier. Ich will erst speichern. Die Tür ist verschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Sehr gut, nicht. Aha. Da ist er ja, glaube ich. Kupio, hättest du die Güte, mir den Schlüssel mal vorbeizubringen? Dankeschön. Sehr gut, dass wir den so gut gefunden haben. Das freut mich doch mal. Für gewöhnlich eier ich dann hier rum wie so ein Bekloppter und finde nichts. Quietsche, quietsche Tür. Oh, ein Lebenspilz. Der ist mir wichtiger als der Sternwind. Tschüss. Den Rest brauche ich zum Heilen. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen übervorsichtig und ja, vielleicht brauche ich nicht einen einzigen von diesen Lebenspilzen, aber es könnte ja gut sein. Und für diesen Fall möchte ich vorbereitet sein. Ich möchte nämlich nicht zweimal hier reinlaufen. Geh weg. Ich glaube, dafür musste ich mir... Oh, was ist denn das für ein Orden? Nagerine, möchtest du das für mich auskundschaften? Bitte. Taktik austauschen, Gumbrina. Wo ist die denn? Ach, nicht Gumbrina, Nagerina. So war's. So, und du möchtest jetzt mal bitte Diebesgut anwenden. Nein. Hat's funktioniert? Nein, hat's nicht. Oh, Mann. Gut, dann machst du mal verteidigen. Nein, du vertausendfachst dich jetzt wieder, ne? Und alle ab den Orden. Lol, wie simpel. Okay, das ist ja cool. Wenn die Dinger einen Orden haben, ist ja perfekt. Diebesgut. Nein, jetzt muss ich alle vorher austauschen hier, alle oder was? Das dauert mir doch viel zu lange. Scheiß drauf, dann machen wir es anders. Mario, bitte. Wayne, dann interessiert mich der Orden nicht. Obwohl ich glaube, dass es ein Kraft-Plus-Orden ist. Wenn ich Glück habe, kriege ich ihn auch so nach dem Kampf. Ich hätte den jetzt mit Nagerina auf jeden Fall geklaut. Schade, schade. Timing verkackt.